Patrick, Auftakt missglückt. Was gibst du uns für eine Kurzanalyse vom Spiel? Ja, gut, Auftakt missglückt, klar, wenn man 2-1 verliert. Wir haben es uns anders vorgestellt, aber so ist nun mal der Fußball. Zwei Standardtore entscheidet das Spiel. Ja, von daher müssen wir es so hinnehmen. Riese Erfahrung gleich mal ins kalte Wasser geschmissen wurde, meine junge Truppe, heute auch wieder von Beginn an Nahjugendspieler mit dabei gehabt. Aber so ist es nun mal, wir wollen die Philosophie gehen und ich glaube nicht, dass wir jede Woche, wenn wir so spielen, als Verlierer vom Platz gehen. Noch ein paar Worte zum Spiel. Es wurde ja, wie ich nicht gerechnet habe, etwas hitzig, vor allem in der Schlussphase. Also es gab ein paar Mal ein etwas härteres Einsteigen, Trainer, Emotionen hochgekocht, eine rote Karte. Kannst du dazu mehr sagen, also zu diesen ganzen Sachen? Ja gut, die rote Karte, Entstehung ist glaube ich vorher der nicht gegebene Strafstoß, wo ich möchte mir mal enthalten, aber ich glaube, man kann auch den ein oder anderen Spieler verstehen, der da Emotionen natürlich dann eben mit reinbringt. Mir ist nur wichtig, dass ich kein Fehlverhalten zum Schiedsrichter gegenüber bringe. Und das hat mein Spieler, da vertraue ich meinen Spieler auch zu 100%, mir versichert hat. Er hat sich aufgebäumt, mit Hände anliegend vor der Schiedsrichterin. Die Schiedsrichterin wurde seitlich von einem anderen Spieler geschubst. Sie denkt, er war's und er fliegt mit Rot vom Platz. Jetzt ist natürlich so, jetzt heißt es wieder das böse Durlach Aue, Kartensünder. Jetzt bin ich so langsam, ja, soll ich sagen. Kann ich mir ganz nachvollziehen. Emotionen gehören zu dem Sport. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Aber in solchen Situationen hat es ja auch noch einen Assistent draußen, der da eingreifen kann. Und ja, letztendlich, wir haben ja Erfahrung damit, dass man da oftmals eben der Kürzere ziehe. Von daher muss man es so stehen lassen. Jetzt erwartet uns eine Sperre, das tut natürlich weh, auch um die Qualität von dem Spieler. Aber letztendlich, ja, ist es nun mal so. Ich denke, hätte es Elfmeter gegeben, wäre es, glaube ich, auch ein gerechtes Ergebnis gewesen, weil ich will die Leistung von Kirlach nicht schmälern. So musst du erst mal verteidigen. Das war ein richtiges Bollwerk. Also von daher, jetzt ist es so. Wir nehmen es an und versuchen, das Beste draus zu machen. Du hast es angesprochen, ihr habt eine junge Mannschaft aufgebaut. Kannst du uns mehr über die Vorbereitung sagen und was von dieser Mannschaft diese Saison deiner Meinung nach zu rechnen ist? Ja, wir haben uns da gar keine Ziele gesteckt. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu haben. Ja, ansonsten klar, eine junge Truppe. Man hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Ein paar A-Jugendspieler noch hinzu. Wir wollen einfach einen tollen Fußball spielen. Offensivfußball mit technisch versierten Spielern. Was aber nicht heißt, dass wir uns total kampflos immer jedem Gegner entgegenstellen, sondern das gehört natürlich auch dazu. Ist aber auch eine Erfahrung beziehungsweise ein Prozess als junger Kerl, wenn man da rauskommt aus der Jugend, braucht man halt ein bisschen vielleicht auch mal das Fitnessstudio. Ja, völlig normal. Ja, und von daher, ja, die Vorbereitung war gut. Wir haben alle voll mitgezogen, haben nicht eine charakterlich sehr, sehr starke Truppe, glaube ich, dieses Jahr, haben die Abgänge absolut kompensieren können, jeden Einzelnen. Und von daher, ich bin froh um die Jungs, die ich habe. Es sind lauter tolle Jungs und jetzt wollen wir gucken, dass wir auch sportlich wieder erfolgreich werden. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele, zum Glück. Nächstes Spiel, Auswärtsspiel gegen den 1. FC Bruchsal. Sicherlich ein Top-Gegner. Wie werdet ihr versuchen, da zu bestehen? Ja, wie jedes Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und so fahren wir auch nach Bruchsal. Mit breiter Brust, glaube ich, können wir hier aus dem Spiel rausgehen. Und dann lassen wir uns mal was einfallen, wie wir gegen Bruchsal antreten. Patrick, ich danke dir vielmals für das Interview. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Dankeschön.